Es sind Szenen wie diese, die sich vermutlich täglich an der Grenze zu den USA abspielen. Lady Perez bittet, bettelt und fleht die mexikanischen Grenztruppen an, sie in die Vereinigten Staaten zu lassen. Ich möchte in die USA, um meinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. Ein besseres Studium, ein besseres Leben, damit er gut aufwächst. Das ist das Einzige, was ich ihm hinterlassen kann, wenn ich sterbe. Sie lassen sie nicht gewähren. Und künftig dürften die Fluchtversuche noch verzweifelter werden. Der US-Präsident will die Grenzen zu Mexiko verstärken. Jetzt hat ihm das oberste Gericht gewährt, dafür 2,5 Milliarden aus dem Etat des Verteidigungsministeriums zu nehmen. So sah sein Plan schon im März aus. Denn der demokratisch dominierte Kongress verweigerte ihm das Geld. Und auch ein Bundesrichter verbot, für den Mauerausbau in Arizona und New Mexico Geld vom Pentagon zu nehmen. Dieses Verbot wurde nun aufgehoben. Beeindruckend, schreibt Trump per Twitter, großer Sieg an der Mauer. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hebt die gerichtliche Verfügung auf und lässt die südliche Grenzmauer voranschreiten. Großer Gewinn für Grenzsicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Ein weiterer Baustein für seine Pläne, ein Migrationsabkommen mit Guatemala. Unter dem Druck der USA lenkte das Land jetzt ein und gilt künftig für Asylsuchende als sicherer Drittstaat. Flüchtende, zum Beispiel aus Honduras, die auf dem Weg in die USA Guatemala betreten haben, können dorthin abgeschoben werden. Dies wird uns in eine privilegierte Position bringen, als privilegierter Partner für die Vereinigten Staaten. Und ich sage dies, weil die Vereinigten Staaten unser wichtigster Partner sind. Ohne Abkommen musste Guatemala US-Zölle fürchten. Das Land hofft nun auf Arbeitsvisa in den USA, für Jobs in der Landwirtschaft oder beim Bau.